Warum fühl ich mich ständig in letzter Zeit so verloren? Dabei hab ich mir damals in Reflexion noch geschworen. Wirklich schlechte Tage gibt's nicht, aber das stimmt nicht immer. Ey, wie sagt man oft so schön, nach dem Sonnenschein kommt Gewitter. Ich vermisse Kontrolle, obwohl ich sie niemals hatte. Manches ist so surreal, dass ich es selber nicht fasse. Eine faschistische Partei liegt bei mehr als 20%. Gegen Ausländer zu hetzen ist jetzt wieder ein Trend. 1945 wörte man sich bitte nie wieder. 80 Jahre später wählen deren Kinder und Enkel sie wieder. Populisten, deren inhaltsleere Wahlprogramme schocken, doch die durch Hassenhetze tausende Stimmen bekommen. Scheinbar alle meine Wege laufen gerade im Kreis, und ich versuche zu verstehen, was das eigentlich heißt. Sag, hab ich irgendwo die falsche Route gewählt, oder passiert hier irgendwas, was ich bis jetzt nicht verstehe? Und ich fühle mich mit all diesen Gedanken verloren. Irgendwo sehe ich das Ziel, aber die Sicht ist verschwommen. Irgendwann kann ich es sehen, und wenn Hoffnungen schwinden, muss ich neue Szenen im Altes zu finden. Wir diskutieren in Talkshows hier über Umweltaktivisten, und die Umweltkatastrophen sind dann nur die Statisten. Die Erde trocknet aus, wird von Jahr zu Jahr wärmer, aber wir Menschen lernen selten, wiederholen oft Fehler. Ich bin ebenfalls nicht besser, in so vielen Dingen versuche ständig in mein Leben eine Ordnung zu bringen. Ey, ich danke dir wirklich, dass du mich aufgeweckt hast. Hab leider zu sehr diesen Traum gelebt und vieles verpasst. Ich will nur, dass du weißt, ich kann das alles verstehen. Bin und war dir niemals böse, hab es nur nicht gesehen. Diese Zeit ist nun vorbei, aber für uns ein Beginn. Haben gemeinsam viel gelernt bis zum Ausgang des Labyrinths. Scheinbar alle meine Wege laufen gerade im Kreis, und ich versuche zu verstehen, was das eigentlich heißt. Denke oftmals zu verkopft, verlaufe mich in Gedanken, um dann am Ende wieder bei dem gleichen Konsens zu landen. Die Wege, die wir wählen, können wir manchmal erst sehen, wenn wir bereit sind, dafür notfalls auch mal rückwärts zu gehen. Irgendwann kann ich es sehen, und wenn Hoffnungen schwinden, muss ich neue Szenen, um Altes zu finden. Glaub mir, ich danke dir vielmals für dieses letzte Gespräch. Wenn man so tut, als wäre nichts, kommt das Ende zu spät. Im Rückblick frage ich mich, was jetzt eigentlich schlimmer ist, dass du nie etwas gefühlt hast oder es nicht begriff. Aber das ist jetzt egal, ich wünsche dir nur das Beste, genau wie Freunden und Familie, die ich zu oft vergesse. Die Zeit mit euch ist ein Geschenk, egal wohin ich gehe, doch ich muss mich noch entscheiden, welche Wege ich wähle. Scheinbar alle meine Wege laufen gerade im Kreis, und ich versuche zu verstehen, was das eigentlich heißt. Aber die Menschen um mich rum geben mir das Gefühl, es gibt da draußen irgendwo noch ein Ziel. Und so laufe ich weiter, solange die Beine mich tragen. Mit euch gemeinsam kann ich wirklich jedes Hindernis schaffen. Irgendwann kann ich es sehen, und wenn Hoffnungen schwinden, muss ich neue Wege gehen, um die alten zu finden.